Hallo, ab sofort stellen wir euch jeden Dienstag die Neuheiten der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld vor. Heute beginnen wir mit einem Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert, welcher erstmals 1965 erschien und anlässlich der erfolgreichen Neuverfilmung von Denis Villeneuve wieder aufgelegt wurde. In der insgesamt sechsbändigen Reihe geht es um einen Fernplaneten, der bekannt ist für seine schier endlosen Wüstenflächen, seine tödlichen Stürme, die ebenso tödlichen Sandwürmer und das in der gesamten Galaxis begehrte Gewürz, das in den weiten Sandflächen gedeiht. Natürlich weckt ein solcher Planet Begehrlichkeiten. Die Häuser Atreides und Harkonnen, die auf Arrakis beheimateten Fremen, aber auch der Imperator und die Raumfahrtgilde spinnen ihre Intrigen, um den steten Fluss des Gewürzes sicherzustellen und nach der Macht auf dem Planeten zu greifen. Ein Kampf, in dessen Mittelpunkt mehr und mehr der junge Paul, Sohn des Herzoges Leto Atreides, gerät. Bei uns könnt ihr aktuell die ersten drei Bände ausleihen. Und nächstes Mal stellt euch dann meine Kollegin Katrin die Neuheiten der Woche vor. Wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dann!